Willkommen zurück zu Final Fantasy 8. Ja, und weiter geht's. In unser Zimmer ist auch niemand, aber hier im Gang war ja einer von den Pro Masters. Frage ich mich immer noch, wo Director Cid ist. Ja, was haben wir denn hier? Ach, Fliegen. So. Weg damit. Ja, und wie ihr seht, das Raum, das ist echt Gold wert. Was man da alles kriegen kann. Weil die Items jetzt so nach dem Kampf hier, also hier, wie jetzt hier Zaubersplitter, das ist ja immer zufallsbedingt, ne? So. Hier dürfte aber die Medstation sein. Schauen wir mal, was hier los ist. Ah, da ist wieder einer. Ihr seid Pro Cid. Na und? Was kriegen wir denn für ein Monster? Ach, schon wieder ein Bomber. Ja, da sollten wir vielleicht noch mal Eis benutzen. Ja, hier kommt. Naja, nicht gerade, das hat er nicht. Moment mal, hat er nicht. Ja, hier einmal Eisgar. Einmal Eisgar auf da. Den Zauber, den können wir später noch dann von anderen Gegnern leichter ziehen. Also das kann ich, mache ja dann sowieso meistens offscreen. So, was gab es hier zu ziehen? Graphit. Ja, Squall, der hat, ich gebe das mal einen anderen. Renoir kriegt das mal. Weil ich mit Squall habe ich nicht so viel Platz frei. So, was denn los hier? Hey, ich kann noch weiterkämpfen. Na schön. Director Cid, hier ist er nicht. Oder... ach ja, nimm das dafür. Gieserkraut. Gieserkraut? Naja gut. Okay, für Chocobo. Ob mein Bruder okay ist? Will denn einer von euch Karten spielen? Nein. Nein. Auch nicht. Auch nicht, okay. Gucken wir mal hier hinten, ob hier die Kartenbrüder sind. Alles leer, keiner sitzt mehr hier. Na gut, okay. So, dann hauen wir mal wieder ab. Müssen wir eigentlich bald eine Runde rum sein, ne? Müsste jetzt auf die Medstation kommen und der Schulhof da. Ach nee, wie oft denn noch, mein Freund? Ist echt nicht die Schnauze voll. Erstmal vergiften, zack. Ja, hat er wieder 20.000? Könnte sein, aber irgendwann fällt er trotzdem. So. Ich finde jetzt hier die Kameraansicht ist jetzt nicht so besonders. Hätten sie irgendwie anders machen sollen. Aber na gut, die ganze Zeit hier in seinen Arsch zu sehen. Und da fällt er schon um. Nee, der hatte keine 20.000. Der war eindeutig schwächer. Ja, der hat auch nur 10 gegeben. Die anderen, die haben immer 20 gegeben, glaube ich.
Also AP für die GFs. So, dann müsste das ja eigentlich... Na, wir werden sehen. Entweder Med oder Schulhof. Ah ja, der Schulhof. Hinterhalt. So. Ja, wie gesagt, die Gegner hier mache ich mit Absicht, weil die anderen beiden hier ja auch noch leveln müssen. Wir haben nicht genug Einheiten. Oh, schon wieder so ein Trottel. Den wir auch gleich mal beseitigen hier. Ach, mein Gott. So. Mal sehen, ob sich da hinten noch ein paar Schüler befinden beim Schulhof. Und da haben wir auch noch eine Karte gekriegt. Sehr schön. Ja, hau bloß ab. Hier ist keiner, oder? Hier scheint alles okay zu sein. Wer seid ihr? Ach nee, hier sind doch welche. Aha. Prostet oder Promasa? Prostet natürlich. Nein, Prostet. Habe ich doch gleich gewusst. Wer ist dieser Master eigentlich? Ja, keine Ahnung. Der Direktor hat allen Sits ihre wahre Mission erteilt. Hier, nimm. Ah, danke. Ja, der Direktor ist nicht mehr hier. Aber wir wollen noch ein bisschen länger die Stellung halten. Ja, ist doch schön. Karten spielen? Nee. Karten? Nee. Auch keine Karten. Na gut. Dabei ist doch jetzt hier gerade schön ruhig. Hätte man noch mal ein Spielchen machen können. Ich weiß aber, irgendwo gibt es hier jemanden, der trotzdem Karten spielt. Da müssen wir mal schauen. Werden wir bestimmt finden. Und da gab es wieder Lohn, ja Geld, so viel Geld brauchen wir wahrscheinlich gar nicht mehr. Ich weiß es nicht, aber es kann sein, dass wir das gar nicht so viel brauchen. Mit dem Geld hätten sie das übrigens hier, finde ich persönlich jetzt, auch ein bisschen anders machen können. Irgendwie, dass man von den Gegnern so ein bisschen Geld kriegt. Und dann kommt immer darauf an, wie stark der Gegner ist und so. Und davon hätte es dann abhängig sein müssen, wie viel Geld man kriegt. War ja, glaube ich, in Final Fantasy 7 war das ja so, ne? Möchte ich sagen. Aber naja. Man will sich ja auch nicht beschweren. Man beschwert sich ja nur, wenn man jetzt kaum Geld hat und sich das und das nicht kaufen kann. Dieser Director Sid erscheint ja noch gute Männer zu haben. Ja. Was haben die denn da jetzt für Waffen rausgeholt? Ich sehe das gar nicht. Es hat keinen Zweck. Ich hole die Monster. Zur Hilfe eilen. Wir greifen ein. Ach nee. Hatte ich nicht damals gesagt, also bei dem, wo wir den bekämpft haben,
dass der einmalig war, ja, dann stimmte das wahrscheinlich nicht. Ist er doch nicht einmalig und er fällt gleich auf die Fresse. Ah, ich hätte gucken können, was der hat, aber naja. Dafür ist jetzt eh keine Zeit, hier um Zauber zu ziehen. So. Also wirklich. Kannst du aufstehen? Ich bin Pro-Master. Rede keinen Unfug. Du bist weder Pro-Master noch Pro-Sit. Du bist verletzt. Ja, das ist gut. Hey, Squall. Steh da nicht blöd herum, sondern hilf mir. Ja. Frau Kado, Waki. Pro-Master und Pro-Sit. Was für ein bodenloser Unfug. Direktor Sit. Wie du siehst, ist er nicht hier. Wo zum Teufel? Vielleicht weiß so etwas. Andererseits weiß ich auch nicht, wo es so steckt. Was willst du mit vom Direktor? Wahrscheinlich werden Raketen hier einschlagen. Fliehen Sie lieber. Wie bitte? Ein Grund mehr, die Stellung hier zu halten. Wenn ich nicht mehr hier bin, wer soll sich dann um die Verletzten kümmern? Ja, da hast du recht. So, Junge. Tut mir echt leid. Ja, ruh dich aus. Wir hauen mal wieder ab. Und ihr? Ja, nicht hier. Hallo, Squall. Wer bist du? Was? Ich glaub's nicht. Ich bin's doch. Wir haben beide zusammen die Zielprüfung bestanden. Hatte ich vergessen. Herrje. Sieht ja wieder ähnlich. Ach, das war der eine, wo ich nicht wusste, wer das sein soll. Na, weiß ich jetzt immer noch nicht, aber gut, er steht jetzt hier. Dann hat er seinen zweiten Auftritt gehabt im ganzen Spiel. So, Squall, so. Ach Quatsch, ich meine, er sagt, dass sie da oben ist. So, jetzt können wir auch hier hochgehen. Ist sie noch da? Nee, ne? Oben. Jetzt können wir hier mal hoch. Ah ja, erstmal ein Klassenzimmer gucken gehen. Dann haben wir wirklich alles abgesucht. Dann fehlt ja bloß noch oben das Direktorat da oben im dritten Stock. Die Raupe hat schon mal hinter sich, der jetzt auch. Boah, über 4000, echt. Ja, es kommt immer darauf an, wie empfindlich der Gegner gegen, in diesem Fall jetzt gegen Feuer ist, was ich reingelegt habe, ne? Spinnennetz. So, hier ist keiner. Aber Feinde sind hier noch. Oh, du schon wieder? Ja, komm hier. Ich glaube, das reicht. Ja, auf jeden Fall. So, können wir denn hier in unser Klassenzimmer rein? Nee. Klassenzimmer können wir nicht rein, aber jetzt können wir hier endlich mal im hinteren Bereich hin. Auf wessen Seite steht ihr? Auf keiner. Ich muss Direktor Sid Meldung erstatten. Wo ist er? Ich werde es weiterleiten. Um was geht es? Galvanische Raketen könnten hier jede Minute einschlagen. Hier? Verstanden. Ich werde dir es dem Direktor sagen. Wo ist der Direktor überhaupt? In sein Zimmer. Er hat die Flucht nur vorgetäuscht. In Wahrheit ist er gar nicht weg. Okay, dann geh mal. Ich gehe voraus. Folgt mir. Ja, mach mal. Muss aber hier nochmal gucken. Notausgang.
Öffne verboten. Okay. Können wir da hinten raus? Oh, hier können wir sogar raus. Oh, hier steht sogar einer. Ist das nicht der, der immer am Anfang vom Garten gestanden hat? Sichter Wind, gutes Wetter. Wenn ich bloß einfach... ja. Willst du Karten spielen? Ah, dieser Wind weht hier noch nicht. Lassen wir den Galvania-Wind wehen. Guter Wind heute. An so einem Tag spielt es sich gut Karten. Eine Runde. Wusste ich doch, dass es hier einen gibt, der hier Karten spielt. Ja, dann nehmen wir doch gleich mal. Sollte ich die beiden nehmen? Okay, machen wir mal so. Aber ihr wisst ja, eine Runde, ne? Und dann ist erstmal wieder... Naja, setzen wir sie mal hier oben hin. Der hat hier, glaube ich, nichts gegenzubringen. Ja, welchen könnte ich denn jetzt da nehmen? Wenn ich die jetzt oben in der Ecke setze, dann macht er mit einer da dicht. Und dann holt er sich die wieder. Eigentlich ist egal. Die holt er sich sowieso wieder. Also setze ich ihn mal hier oben rein. Wusste ich. Ich habe es genau gewusst. Wir müssen aber aufpassen. Ja, haben wir trotzdem gewonnen. Habe ich hier noch irgendeinen nicht? Nee, eigentlich habe ich sie alle. Nehmen wir mal den hier. So, danke dir. Oh, hier kann man eine Treppe... Nee, kann ich nicht, nee. Schade. So, dann wollen wir mal... der Dings folgen. Wenn wir die Gegner hier platt gemacht haben. Zack. So, sehr schön. Vampirzahn. Was man jetzt mit den ganzen Items, das kann ich ja später dann mal irgendwann. Schaue ich mal nach, ob für Quizzes wieder irgendwas dabei ist oder so. So, jetzt geht's wahrscheinlich hoch zum Direktor. Na, mal sehen, was er zu sagen hat. Ach, da ist sie ja. Der Direktor will genaueres wissen. Okay, hältst du die Stellung, ne? Ich gehe zu den anderen und werde die Evakuierung einleiten. Okay, dann mach das. Wir gehen dann mal zum Direktor. Der Skrulltrupp meldet sich zurück. Ich habe von den Raketen erfahren. Ich wollte gerade die Evakuierung einleiten, aber die Sendeanlage scheint defekt zu sein. Cho, Rein, Chin und Fushin sind unterwegs und warnen die anderen. Informieren Sie die übrigen und begeben Sie sich ebenfalls in Sicherheit. In Sicherheit? Sorry, ich habe einige Fragen an den Direktor und zudem muss ich noch... Ich habe Ihnen etwas mitzuteilen. Wenn wir lebend herauskommen können, wir darüber reden. In Ordnung? Direktor. Haben Sie Einwände? Irgendwie schon. Was werden Sie tun, Direktor? Ich werde an meinen Posten bleiben. Das hier ist wie mein Zuhause. Das dürfen Sie nicht, Sid. Den Garten kann man wieder aufbauen, aber sie kann man nicht ersetzen, Sid. Das geht doch 100 Pro in die Hose.
Bitte missverstehen Sie mich nicht. Ich möchte nur etwas ausprobieren. Vielleicht können wir den Garten retten. Ui, was mit ihm? Was will er denn jetzt noch tun? Aha, ich bin wohl doch zu alt dafür. Was haben Sie vor? Vielleicht kann ich helfen. Warum Sie? Ja, warum? Weil der Direktor es wahrscheinlich nicht schafft. Ist das alles, weil ich nicht weglaufen will, weil mir dieser Ort wichtig ist? Es gibt tausend Gründe, weil ich an eine Lösung glaube, weil dies auch mein Zuhause ist. Was wollen Sie hören? Dies alles empfinde ich gerade. Ich will das nicht einzeln erklären. Meine Gefühle spielen jetzt keine Rolle. Ja, ist die einfachste Sache. Genau wie Quistis es mir berichtet hat. Immer eine eiskalte bleiben. Ihre Gedanken ordnen und sie anderen mitzuteilen, scheint wohl nicht ihre Stärke zu sein. Sowas nervt einfach. Worüber reden wir eigentlich? Etwa über mich? Direktor, was müssen wir wo, an welchem Ort machen? Dieses Gebäude war ursprünglich ein Schutzbunker. Er wurde später zum Garten umgebaut. Aha. Mit diesem Schlüssel entriegeln Sie den Aufzug. Wenn Sie das Schloss entriegelt haben, gehen Sie in die MD-Ebene. In der untersten Etage der MD-Ebene soll eine Steuervorrichtung stehen. Sie soll eingebaut worden sein, als dies noch ein Bunker war. Ich habe sie noch nie gesehen, außer, weiß ich nicht, wofür sie gut sein soll. Diese Vorrichtung wurde zusammen mit dem Bunker gebaut. Vielleicht kann sie was gegen die Raketen ausrichten. Ich setze meine gesamte Hoffnung auf diese Apparatur. Das kann doch nur schief laufen. Na wohl, besser als Däumchen drehen. Ich habe verstanden. Ich werde in die MD-Ebene hinuntergehen und die Vorrichtung in Betrieb nehmen. Ich verlasse mich auf Sie, Squall. Okay, Leute. Abmarsch. Ist da was zu sagen? Ich weiß nicht, was Sie in der MD-Ebene erwartet. Bereiten Sie sich gut vor. Und hier kann ich auch noch speichern. Was soll ich jetzt vorbereiten? Ich bin doch, na gut, ich kann mich nochmal heilen. Halt, das wollte ich mit ihm machen. Mal durchheilen. So. Ja, vielleicht speichern wir hier auch nochmal. Was sagt die Zeit? Könnte ich eigentlich einen Schnitt machen. So, machen wir hier auf der 7. Dann machen wir hier das nächste Mal weiter, weil ich weiß jetzt nicht, wann der nächste Speicherpunkt kommt. Okay, Leute, dann sage ich mal tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Final Fantasy 8. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.